Willkommen zu einem neuen Video hier von der Haltestelle Rheinstraße in Krefeld und hier an der Bushaltestelle oder hier an der Bus- und Straßenbahnhaltestelle steht hier ein Fahrkartenautomat der Rheinbahn. Und dieser akzeptiert laut meinem Wissensstand ausschließlich Geldkarte und Girocard. Die Rheinbahn verwendet an vielen Automaten noch das EC und das veraltete EC-ATM-Logo. Das ist ein ATM-Logo. Geldkarte, Visa und Mastercard sind leider durchgestrichen. Und bei meinem letzten Test hier hat der Automat hier meinem Maestro nicht akzeptiert, ohne Grund. Hier stand nur Karte entnehmen und dann stand hier auf dem Display, auf dem Post-Display, dass eine Kartenzahlung, dass der Vorgang bearbeitet wird und dann auf einmal der Vorgang abbricht und dann zeigt der Automat wieder den Startbildschirm an, wie jetzt den sieht. Und in den Bahnen und die Akzeptanz bei der Rheinbahn generell finde ich undurchsichtig. Da manche Automaten neben Geocard auf Maestro akzeptieren. Besonders in den Bahnen. Dass die Rheinbahn hat seit kurzem neues Automaten aufgestellt und die alten Automaten, die nur so Geldkarte akzeptiert hatten, wurden abgebaut und durch neue ersetzt. Und ich weiß, NFC, eine kontaktlose Zahlung ist leider hier nicht möglich. Und laut meines Wissensstands akzeptiert der Automat ausschließlich Geocard und die Geldkarte. Aber leider nur gesteckt und nicht kontaktlos. Dieser für NFC-Leser hier ist nur für E-Tickets. Was passiert, wenn man jetzt ein Ticket auswählen? Beispiel, wir wollen jetzt nach Dortmund fahren. Brauchen wir ein Ticket, Beispiel für D. Das wird am Anfang sind weiterhin durchgestrichen. Und hier kann auch weiterhin nur Terminal bereit. Der Auto aktiviert sich erst. Das Thema aktiviert sich quasi erst, wenn man so Karte einsteckt. Bei der KVB und bei den meisten anderen Verkehrsbetrieben ist das leider auch so. Bei den Automaten, die so KVB sowie die so mobilen Automaten, die reinbar aktivieren, auch so NFC-Zahlung. Ne? Aber allerdings muss man sich so Karte hier so draufhalten und dann sie loslassen. Aus diesem Grund haben die Automaten hier so ein Schutz, damit diese Karte nicht runterfällt, sondern sie bequem drauflegen kann. Das sind so diese CC-Automaten, die sind so, ehrlich gesagt, so scheiße und so langsam, das kann ich nicht nachvollziehen, warum das so ist. Das ist jetzt auch eine Stern-Hotline. Und jetzt kommen wir auch zur. Und dann die Automaten am Düsseldorfer Flughafen, die Rheinbahn-Automaten am Düsseldorfer Flughafen akzeptieren auch Mastercard und Visa. Und natürlich auch Maestro und WePay. Und Stationen-Automaten akzeptieren meistens nur Girocard. Und die Rheinbahn-Automaten blockieren gerne mal auch den Kartenschnitt, sofern man eine Karte einsteckt. Und dann kann man sie selbstständig nicht mehr rauslassen. Da muss einmal diese Störenfalle rufen. Und die haben es in einer Stunde, nachdem ich die Störung gemeldet habe, den Automaten resettet. Und dann konnte ich die Karte entnehmen. Bei einer Frau ist das dasselbe, hat sie am Flughafen, sie wollte mit Visa zahlen. Und hat der Automat auf einmal gemeldet, dass der Laser außer Betrieb ist. Und dann steckt die Karte drin. Und dann hat die Frau die Service angerufen und sie hat so stark geschrien
Und dann hat der Herr den Automat resettet und das nach 5 Minuten und hat sich die Karte wieder. Und jetzt wollen wir so die Akzeptanz in den SEK und im Rheinbahn-Kundencenter kann man, ja, und die Rheinbahn hat in ihren Kundencentern diese Terminals ausgetauscht und gehen neu ersetzt. Die neue Hafen 1000 Terminals ersetzt. Und die Gemeinden sind auch kontaktlos. Allerdings weiß ich nicht, welche Karten sie am Schalter akzeptieren. Auf jeden Fall geht Girocard, aber auch andere Karten, wie beispielsweise Maestro, WePay, Mastercard und Wiedersehen, ist leider unbekannt. Jetzt kommen wir zu den in den privaten Vorverkaufsstellen legt der Händler diese Akzeptanz fest. Ich habe schon ein paar Händler, ein paar so private Vertriebspartner, so wie die so heißen die so Vorverkaufsstellen in Kiosken und in Nordamerika offiziell legt der Händler die Akzeptanz fest. Zum Beispiel, ich habe schon ein paar Händler gesehen, zum Beispiel wenn man am Heinrich-Heine, im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee hier in Düsseldorf, dass sie auch Maestro akzeptieren und vielleicht auch Mastercard und Visa. Natürlich kann man das hier auch über das Handy lösen, allerdings gibt es in den Zügen kein WLAN und auch keine Steckdose, wie gesagt, USB-Ladepots. In den Straßenbahnen generell und hier in den SEK-Bussen und auch in den Rheinbahnbussen, in neuen Metrobussen gibt es auch stehen auch USB-Ladebuchsen zur Verfügung. Das heißt, dort könnt ihr euer Handy aufladen oder das Tablet und natürlich auch sonstige elektronischen Kleingeräte, wie zum Beispiel Powerbanks und so weiter. Lässt sich endlos lang. Und in den Bussen und in den Straßenbahnen hier bei der SEK kann man leider nur mit so Bargeld und mit Geldkarte bezahlen. Die Busse haben zwar dieses EKS-System zur elektronischen Einstiegskontrolle, wo man seine Chipkarte drauf lädt. Und die akzeptieren auch meist. Und die haben auch meine Mastercard. Und die erkennen auch meine Mastercard. Die Rheinbahn-Fan ist übrigens dasselbe Kontrollsystem. Und dort wird meine Mastercard auch erkannt. Allerdings mit der Fehlermeldung. Karte ungültig. Bitte Ticket beim Fahrer kaufen. Oder Karte nicht lesbar. Und bei den Kontrollsystemen von der NIR und der DVG und der Ruhrbahn erkennt das System meine so NFC-Bank und meine NFC-Debit- und Debitkarten nicht. Und was wollte ich noch sagen? Ja, und die Rheinbahn hat in ihren Bussen die Geldkartenakzeptanz eingestellt und das seit wenigen Monaten. Und ich spreche jetzt generell für die Rheinbahn und auch über diese SWK und in den DB Rheinland Bus Linien kann man leider nur mit so Bargeld bezahlen. Dasselbe gilt auch für die so NIAG, wie bereits in dem Video über die DVG gesprochen, berichtet, und da kommt schon meine Bahn. Und das Böse ist, dass die Kartenleser für die Geldkarte beim Fahrer liegen und nur vom Fahrer zugänglich sind. Das heißt, man muss die Karte dem Fahrer geben und dann zeigt der Fahrer diese Karte ein und dann wird das Guthaben vom Geldkartenkonto abgebucht. Und da steht auch gerade meine Bahn, mit der fahre ich jetzt weiter. Ah, jetzt ist das nicht zu führen. Thank you.
kann euch noch was zeigen. Hier in der Bahn. Der Gelkartenleser liegt da hinter der Glasscheibe und ist für den Kunden quasi nicht zugänglich. Es sei denn, der Fahrer schiebt das zum Kunden hin. Und das geht ja auch nicht. Das geht ja auch nicht. Bei der SWK lehnen dieses oder auch die SWK verfertigt man dann lehnen die Asset 1.6 vom Bucket ohne, von Cash ohne, über Gagcard, über Geocard ohne bis Maestro Rebay ohne und natürlich auch Mastercard, Visa, Amex, ist alles dabei. Informationen bei der SWK und bei der Rheinbahn, die ausgeführt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.